Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport, wie wir neben dem Anna Waterfrank. Ja, also wir haben jetzt schon etliches zurückgezahlt. Wir haben jetzt nur noch 1 Million Darlehen. Und unsere Bahn fährt hier fleißig hin und her. Aber wenn ich jetzt mal auf die Bahnhöfe klicke und auf den anderen Bahnhof, dann seht ihr. So, haben wir. Wo ist jetzt der andere Bahnhof hin? Wieso sehe ich den jetzt nicht mehr? So, da ist er. Also ihr seht, hier warten schon 42. Der ist gerade losgefahren. Hier warten 16. Deswegen will ich jetzt schon mal planen, eine weitere Lokomotive zu bauen. Und zwar ganz wichtig, wir müssen jetzt hier ein Wartegleis einbauen. Also ein Nebengleis. Das machen wir jetzt auch mal. Also hier ist ungefähr die Hälfte hier bei der Straße. Dann fangen wir mal an, das Nebengleis zu bauen. So. Muss auch eine gewisse Länge haben, ne? Die Züge werden ja auch mal ein bisschen länger so, damit die hier vernünftig rauf und wieder abfahren können. So, und jetzt ganz wichtig, jetzt müsst ihr zwei Signale setzen. Also der Zug, quasi, wir setzen jetzt hier einmal ein Signal. Wenn der Zug jetzt entgegenkommend ist, bleibt er hier stehen, falls ein anderer Zug auf der Strecke ist. Und hier setzen wir ein Wartesignal. Damit, wenn der jetzt hier noch unterwegs ist, dass der dann hier wartet. Und wenn das ungefähr die Hälfte ist, dann warten die da nicht lange. Dann geht das eigentlich relativ zügig. Und ganz wichtig, ihr müsst jetzt, wenn ihr Haltestelle hinzufügt, ihr wollt ja quasi, dass der Zug, der von Bühlstedt kommt, also von hier unten, hier lang fährt. Ihr seht ja, die fahren jetzt beide entgegen. Den klickt ihr jetzt auf Bühlstedt und klickt auf dieses Signal. Und dann ist das dazwischen. Und dann seht ihr hier, hier geht es zurück, hier geht es hin. So, und dann funktioniert das auch. So, und jetzt lassen wir den erstmal wieder zurückfahren. Und dann sollte das auch funktionieren. Also ihr könnt bei den Signalen auch einstellen mit Einbahnen. Aber das macht jetzt hier gerade keinen Sinn. Also Einbahnverkehr macht jetzt hier keinen Sinn. Deswegen lassen wir das jetzt auf Einbahnverkehr. Nein. So, jetzt kommt der wieder zurück. Wir können jetzt eigentlich auch schon die Lokomotive, ja, wir warten mal noch ein bisschen, dass wir noch ein bisschen mehr im Plus sind, weil ich will jetzt hier auch kein Darlehen weiter aufnehmen, weil, wenn ihr jetzt mal hier guckt, die Waggons sind doch schon recht teuer mit 94.000. Und es gibt halt momentan noch keine anderen Waggons. Und deswegen müssen wir da jetzt mit erstmal noch ein bisschen warten, weil, wie gesagt, Kredit nehme ich erstmal noch keinen auf. Ja, und dann sollte das auch funktionieren. So, wir könnten. Naja, ich warte mal noch. Ich warte mal noch, bis er wieder zurück ist. Ich will auch gleich 5 Waggons machen. Und seid auf jeden Fall vorsichtig. Wenn ihr hier das Signal falsch hinzufügt, ne? Wenn ihr jetzt meinetwegen hier drückt und dann das Signal hinzufügt, dann ist es ja hier hinter. Wenn ihr dann aber eine Haltestelle entfernt, dann sind alle Passagiere hier weg. Alle, die hier warten, dann fangt ihr quasi wieder von vorne an. Also da müsst ihr schon ein bisschen aufpassen, wie ihr die Haltestellen hinzufügt, ne? Weil das ist natürlich wertvolle Zeit, die dann verstreicht, bis die ganzen Passagiere wieder da sind. Jetzt können wir gleich anfangen. Wir brauchen ja 5 Waggons, ja, ungefähr 500.000, also 600.000 brauchen wir auf jeden Fall. Ah, ich kann das eigentlich jetzt. Ich würde sonst nochmal 500.000 aufnehmen, ausnahmsweise, damit ich die zweite Linie hinzufügen kann. Damit das denn hier vernünftig funktioniert. So, machen wir das einfach mal. Kaufen wir jetzt mal den Waggon. Farbe lasse ich jetzt mal normal. So, und dann nehmen wir nochmal 500.000 auf. Leider muss man halt auch mal manchmal was investieren. So. 5 Waggons. So. Linie zuweisen. Zack. Und dann fährt er auch schon los. Mal auf normal. So, jetzt sind hier nur 13. Deswegen stellen wir das hier nochmal ein. Vorladen einer Fracht. Deswegen warten wir hier nochmal kurz. Und wenn der, sag ich mal, hier hinten ist, dann lassen wir ihn losfahren. Egal, ob das jetzt voll ist oder nicht. Kann man ja einfach hier wieder umstellen. Und dann funktioniert das schon.
Dann nimmt der erstmal die 16 mit. Jetzt sollte das auch kein Problem sein, dass die jetzt hier auf der gleichen Stelle sind. Und der sieht die jetzt eigentlich auch. Der dürfte jetzt hier nicht rechts abbiegen. Oder? Doch, doch, der biegt auf jeden Fall rechts ab. Na, wir beobachten das mal. Gucken wir mal, wo der jetzt lang fährt. So, der andere wartet jetzt. Mal die zweite Lok. Der ist jetzt mit 18 voll. Aber wie gesagt, da warten wir noch ein Momentchen. Und dann sollten wir eigentlich vielleicht sogar auch schon in dieser Folge, ich lasse mal ein bisschen schneller, den Forsch mal sehen, ob er jetzt rechts rumfährt. Da sollte er eigentlich. Wir beobachten das mal. Ja, biegt er ab? Ja, der biegt ab, okay. Jetzt sollte er aber durchfahren. So, jetzt haben wir hier 24 von 30. Warten wir noch kurz einen Moment. Der fährt jetzt erstmal gleich durch. Dann gucken wir mal, ob unser Plan aufgeht und wir die Signale und die Haltestellen richtig gesetzt haben. Aber sollte eigentlich so sein. Und dann versuchen wir mal, vielleicht in dieser Folge auch schon komplett das Darlehen zurückzubezahlen. Dass wir endlich mal im Plus kommen. Wichtig hier auch die Zeit. Ah ja, der fährt jetzt los. Okay, der ist voll. Jetzt automatisch losgefahren. Dann machen wir erstmal hier wieder. Schalten wir erstmal wieder um. So. Der sollte jetzt hier auf jeden Fall warten. Aber er sollte auf jeden Fall bis hier fahren, dass die Strecke frei ist. So, hier warten in Eisenach schon wieder 38. Ja, dann spuren wir mal ein bisschen vor hier. Beobachten wir das Ganze mal. So, der lädt ab und lädt wieder auf. Wieder voll bemannt, der Zug. So, jetzt sollte es kein Problem geben. Der fährt aufs Wartegleis. Aufs Nebengleis und der andere kommt uns dann entgegen. Sollte jetzt kein Problem sein. So, der fährt darauf. Wichtig ist halt nur, dass ihr wirklich die Haltestelle, also das Signal als Haltestelle hinzufügt, damit das klappt. So, der bleibt jetzt hier stehen. Genau, jetzt kommt der andere von hinten. Und dann funktioniert das auch. So spart ihr euch quasi das zweite Gleis. Also wenn ihr könnt natürlich auch die beiden Gleise nebeneinander bauen. Denn eine Linie das machen, also zu einer Linie machen und dann fahren die auch immer hin und her. Und wenn ihr denn jetzt zum Beispiel am Bahnhof ein zweites Gleis habt, dann steigen die trotzdem auch insgesamt ein, weil es ja eine Linie ist. Also ihr müsst da keine zweite Linie machen, wenn die in die gleiche Richtung fährt. Deswegen ist auch nicht verkehrt, braucht man das Wartegleis nicht. Aber ich finde das eigentlich eine coole Alternative. Wie gesagt, wenn der, also wenn das genau die Hälfte hier ist und der losfährt, der andere ankommt, dann sollten die sich eigentlich immer gut abpassen. Dann sollte da keiner ewig lange warten müssen. So, jetzt haben sie sich getroffen. Und dann geht's los. Wie gesagt, mit den Einbahnsignalen. Das könnt ihr dann zum Beispiel machen, wenn das wirklich nur in eine Richtung gehen soll, ne? Und wenn da auch wirklich nur ein Zug drauf fährt, also. Aber ansonsten braucht ihr das erstmal nicht einstellen. Dann seht ihr hier zum Beispiel beim Signal, dass da nur eine Lampe leuchtet, ne? So, jetzt scheffelt es gleich an Geld, dann können wir gleich das erste wieder zurückzahlen. So, hier warten auch schon wieder genügend Leute. So, der erste ist jetzt da. Fährt auch gleich wieder los. Ist zwar noch nicht ganz voll, aber ist auch nicht so schlimm. Und jetzt sollten wir mal gucken, wie das jetzt, ob das ungefähr wirklich die Hälfte ist.
So, 30 abgeladen und 22 wieder mit und weiter geht's. Werden die Haltestellen wenigstens vernünftig ausgelastet. Mal gucken, ob ich denn ungefähr recht habe mit der Hälfte der Strecke, ob ich das ganz gut abgepasst habe. Aber wie gesagt, diese Methode, wie gesagt, die Leute, die Train Fever gespielt haben, die wissen, dass Passagier am Anfang wahrscheinlich am besten ist. Aber Güter ist halt wirklich sehr schwer, ne? Also viel, muss man viel Darlehen aufnehmen, sehr teuer. Deswegen kann ich euch am Anfang auf jeden Fall die Passagiere empfehlen. Und dass ihr da erstmal ins Positiv kommt da, ins Plus kommt. Und mal gucken, wo ist er jetzt? Der ist schon weiter, ne? Der fährt gleich aus. Ah, doch, ist ungefähr, ist nicht ganz die Hälfte, aber fast. Also die warten jetzt nicht lange aufeinander. Das ist schon okay. Im 6-Minuten-Intervall ist das jetzt, ne? Und das auf einem Gleis. Also das ist okay. Also wenn jetzt da 11 Minuten gestanden hätte, okay, dann weiß man ja, okay, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Aber so geht das schon. So, er wartet jetzt auf freie Wege, genau. Der fährt durch. Kann der andere wieder fahren. So läuft das. Das ist quasi erstmal so das einfachste Prinzip, zwei Züge auf einem Gleis zu bewegen. Später wird das ja, denke ich mal, alles so ein bisschen komplexer. So, und spulen wir ein bisschen schneller vor, dass wir hier unser Kredit zurückzahlen können. Ah, in Bühlstadt warten schon 21, Eisenach noch nicht ganz so viel. Bleiben wir mal hier am Bahnhof. Ah, Bühlstadt 27, ist in Ordnung. Oh ja, Eisenach sind auch 27, das passt so. Das ist auch in Ordnung. Wie gesagt, später könnte man jetzt noch ein zweites Gleis bauen. Könnte man einen dritten Zug drauf fahren lassen. Und dann könnte man auch noch ein Nebengleis bauen. Und dann kann man quasi auf den beiden Gleisen dann bis zu 4 Züge fahren lassen. Aber müssen wir mal gucken, ob sich das hier auch so rentiert mit dem Passagierverkehr. Also, dass sich das lohnt, da jetzt wirklich 4 Züge hin und her fahren zu lassen. Also ich würde lieber vielleicht nochmal nach Preußen das verbinden. Oder wo könnten wir noch? Nach Ehrensee könnten wir noch verbinden. Das wären so meine nächsten Ziele, wo ich das hin verbinden würde. So, ich würde sagen, vielleicht Preußen oder Ehrensee. Eins von beiden. Da uns erstmal hin orientieren, dann mit der nächsten Strecke. So, wir haben jetzt wieder 500.000. Können wir erstmal zurückzahlen. Ja, die Frames gehen hier echt manchmal in die Brüche. Also ist mir auch schon aufgefallen, dass die Performance nicht ganz so wahnsinnig gut ist. So, Bürstadt sind 26, das ist super. Also 4, ja doch. Da sind jetzt auch 26, das ist doch super. Das ist doch super. Fast wieder komplett ausgebucht. Und wie gesagt, am Anfang 1850 bis 1800 oder bis 1900 ist jetzt eh noch nicht so wahnsinnig viel, was man da machen kann. Ihr seht ja auch hier bei den Zügen, ist jetzt bis 1860 kommt auch nichts dazu. Also da habt ihr am Anfang auf jeden Fall viel Zeit. Einige von euch spielen dann vielleicht auch lieber, sag ich mal, gleich ab dem 19. Jahrhundert. Ist ja jedem vorbehalten, kann ja jeder einstellen, wie er will. Gibt übrigens auch schon ein paar coole Mods. Ich werde im nächsten Video auf jeden Fall euch auch nochmal ein paar Mods zeigen. Hab hier nämlich eine neue Haltestelle, habe ich mir als Mod noch runtergeladen. Und halt nochmal mit deutschen Namen. Dass man das per, also wie ein Bundesland technisch aufgliedern kann. Das ist sehr cool. Und jetzt könnte man schon die nächste Bahn, aber ich will erstmal das Darlehen zurückzahlen, bevor ich hier weiterbaue.
17 und 17. Mal sehen, wenn sie da sind. Und vielleicht noch ein paar mehr jetzt. Ja. Ganz gut. Verfolgt das hier nochmal. Zug 1. Aber ich bin mal gespannt, was sonst noch so tolles alles an Mods gibt. Was alles so noch hinzukommt. Ich würde sonst sagen, damit ihr jetzt hier nicht die ganze Zeit zugucken müsst. Der fährt schon wieder los, der andere ist auch losgefahren. Ich habe jetzt noch insgesamt 1 Million. Noch ein bisschen dauern, das zurückzuzahlen. Ich würde sagen, ich schneide das dann nochmal mit ran. Und dann bis gleich. So, da bin ich auch wieder. So, wir haben jetzt fast das letzte Geld zusammen, um das Darlehen zurückzuzahlen. 500.000 haben wir noch. Ich habe jetzt währenddessen hier nochmal eine Haltestelle hinzugefügt. Und dass das hier ein bisschen schneller, habe nochmal 2 Postkutschen gebaut. Dass das hier ein bisschen schneller vorangeht. Sind jetzt 80 Sekunden. Wir haben jetzt hier zwar ein Minus. Aber vielleicht geht das auch gleich wieder ins Plus. Müssen wir dann mal abwarten. Noch mal gucken, was hier hinten ist. Hier noch irgendwo eine Stadt? Ne, hier ist gar nichts. Ich würde sagen, dass wir das denn jetzt hier auch als zentralen Bahnhof nehmen, weil das halt so zentral gelegen ist. Und von hier aus dann wirklich immer die Linien bauen. Die Strecken. So, jetzt liefern sie gleich ab. Eisenach hängt immer noch ein bisschen hinterher. Sollten wir gleich unsere 500.000 zusammen haben. Gucken wir mal. Ich bin 61, jetzt kommt der andere Zug an. So, jetzt haben wir das Geld zusammen. So, und zahlen wir das gleich mal zurück. So, wir sind schuldenfrei. Machen wir ein bisschen langsamer. Gut, das war erstmal so meine beiden Anfangsvideos und dann geht's hier in der nächsten Folge weiter. Ich denke mal, dass wir erstmal nach Preußen und dann nach Ehlensee und den Bahnhof hier dann noch weiter ausbauen. Müssen wir dann mal gucken, ob wir hier noch genügend Platz haben. Aber ich denke mal schon, wenn wir jetzt hier aufrüsten, meinetwegen mit 5 Gleisen, ist das kein Problem. Wir können auch nochmal beide Straßenanbindungen bauen, ist ja auch kein Thema. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich guck mal gerade, ob wenn man das jetzt hier... Ach, das kann man einfach verlängern. Ja, alles klar. Ja, sehr cool. Okay, gut. Das war's dann erstmal von mir und dann bis zur nächsten Folge. Euer Underwater Frank. Tschüss.